Moin, ich zeige euch mal, wie man ganz einfach und schnell einen Hexenhut basteln kann. Und zwar zeige ich euch das Ganze jetzt mal eher im Kleinformat, also das wäre jetzt vielleicht für ein Kind. Und dafür braucht ihr schwarze Pappe oder Tonzeichenpapier, etwas, um einen Kreis einzeichnen zu können. Ich habe keinen Zirkel, deswegen nehme ich einen Teller. Der hat einen Durchmesser von ungefähr 25 bis 30 cm. Wenn ihr einen wirklich großen Hut basteln wollt, sollte der Kreis einen Durchmesser von bis zu 80 cm haben. Dafür könnt ihr einen Zirkel nehmen, wie gesagt, oder etwas Großes, Rundes. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt ein Stück Schnur nehmen, davon den Radius abschneiden, von dem Kreis, den ihr haben wollt, in der Mitte festhalten und dann nach außen ziehen, einfach mit der anderen Hand und einmal rumgehen, so, damit der Kreis auch schön gleichmäßig ist. Was ihr außerdem noch braucht, ist Klebeflüssig oder ein Klebestick. Etwas Klebeband wäre gut und auch ein Tacker. Außerdem eine Schere zum Ausschneiden und einen Stift zum Einzeichnen. Jetzt brauchen wir, wie gesagt, erstmal einen Kreis. Dafür lege ich meinen Teller verkehrt herum auf die Pappe und gehe mit dem Stift einmal rum. So. Und nun schneide ich das Ganze aus. Jetzt setze ich erstmal einen Schnitt vom Rand des Kreises, den ich ausgeschnitten habe. Bis zur Mitte. So, und jetzt können wir das nämlich so eindrehen und darauf den Kegel formen. Als allererstes mal gebe ich noch etwas Klebe an den einen Rand neben dem Schnitt. Und nun gehe ich so lange rum, bis ich die gewünschte Form für meinen Hexenhut habe. So, klebe das fest. Jetzt kann ich das nochmal mit dem Tacker einmal fixieren. Schnell festkleben. Wenn ich jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen will, kann ich nochmal ein Stück Klebestreifen hier drin über die Naht kleben. So. So, nun ist das schon recht fest. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen die Schere und und schneiden kleine Zacken unten in den Rand rein, ungefähr einen Zentimeter tief. Und möglichst gleichmäßig jetzt einmal rum. Um jetzt die typische Hutkrempe zu erhalten, habe ich die Zacken nach innen geknickt. Dann stelle ich meinen Kegel auf ein Stück Pappe. Zeichne einmal einen Kreis um den Hut rum. Jetzt habe ich den Umfang von meinem Hut. Den schneide ich jetzt aus, aber als Ring. Sprich, ich rechne jetzt einfach zu meinem Umfang noch etwas hinzu. Kommt darauf an, wie breit die Krempe sein soll. Und schneide das jetzt aus. Man kann das natürlich jetzt auch nochmal mit einem Zirkel richtig gerade machen. Ich finde aber, das passt eigentlich zu einem Hexenhut ganz gut, wenn das alles jetzt auch nicht unbedingt ganz gerade ist. So, diesen Ring schneide ich jetzt erst einmal aus. Ich habe also meine Krempe als einen Ring ausgeschnitten. Hier. Und die Zacken von meinem Kegel habe ich nach außen geklappt und von oben mit Klebe eingeschmiert. Und jetzt muss ich meinen Ring einfach nur noch oben drauf legen, so dass es ganz gut passt. Von oben auf meinen Kegel rauf. So. Und jetzt drücke ich einfach nur noch von oben drauf. So. Und wenn das dann fest ist und getrocknet, so, ist jetzt noch nicht ganz fest.
muss noch trocknen, schön raufdrücken. Aber ihr könnt sehen, die Form eines Hexenhuts ist erreicht. Und jetzt könnt ihr das Ganze natürlich noch beliebig verzieren mit Sternen oder was raufmalen oder ein bisschen Glitzer drauf. Wie gesagt, das ist jetzt hier die Kleinkind-Version. Wenn ihr das Ganze zum Beispiel für einen Erwachsenen, also etwas größer haben wollt, nehmt ihr einfach von Anfang an einen deutlich größeren Kreis. Das habe ich am Anfang des Videos erklärt. Und ich hoffe, dass ihr mit der Erklärung zurechtkommt und wünsche euch viel Erfolg dabei.